Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigt euch Anke mit unserem neuen Stempelset Sommerspaß Delfine, wie ihr ganz einfach Schablonen zur Kartengestaltung selbst herstellen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr einen bestimmten Hintergrund gestalten wollt, den ihr im Kopf habt, aber keine passende Schablone zur Hand habt. Meistens ist es ja so, dass ihr dann zu einem bestimmten Stempelmotiv etwas gestalten wollt und Anke zeigt euch hier drei Möglichkeiten, wie ihr dann Schablonen selbst basteln könnt. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, die Outline-Stanze zu verwenden. Stanzt einfach aus einem Papier die Outline-Stanze aus und schon habt ihr eine Schablone. Wenn ihr die Form der Outline-Stanze etwas größer haben wollt, dann dreht einfach die Outline-Stanze um, fahrt mit einem Papier die Außenränder entlang und schneidet das Ganze dann mit Schere oder Skalpell aus. Etwas kniffliger wird es bei einem Stempelmotiv. Anke fand aber, dass sich hier in dem Beispiel die Wellen aus dem Stempelset wunderbar als Schablone eignen würden und hat dann mit einem Skalpell die Form ausgeschnitten, nachdem sie das Ganze gestempelt hat. Dabei hat Anke die kleinen Bläschen weggelassen, diese fügt sie dann hinterher mit Farbe freihand hinzu. Wenn ihr das macht, nehmt auf jeden Fall dickeres Papier, dann knittert und reißt es nicht so leicht. Aber euch muss natürlich auch bewusst sein, diese Art von Schablonen sind eher für trockene Farbe geeignet, da das Papier recht saugfähig ist und die Schablonen halten natürlich auch nicht ewig. Aber für ein paar Karten in eurem gewünschten Stil reicht es vollkommen aus. Ist eine Schablone kaputt, könnt ihr sie natürlich auch jederzeit wieder neu herstellen. Zum Verblenden verwendet Anke hier Distress-Oxide, die sich einfach wunderbar verblenden lassen. Ihr müsst etwas vorsichtig sein an den feinen Details, damit da nichts abreißt. Und am Ende nutzt sie dann noch Farbspritzer, um das Ganze abzurunden. Natürlich fehlen dann noch die Delfine selbst als Hauptmotiv. Die sind aus unserem neuen Stempelset Sommerspaß Delfine, das ab sofort im Shop erhältlich ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Material findet ihr natürlich wie gewohnt bei uns im Shop auf kreativbunt.de. Wir sehen uns in einem Monat wieder zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Schaut doch mal bei uns auf Facebook und Instagram vorbei und zeigt uns in der kreativbunt Community, was ihr gebastelt habt. Bis dahin, tschüss!